Herzlich willkommen und zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir sind auf der Folge, wir verfolgen Rackham gerade, der sich uns nicht stellen möchte und werden ihm gehörig eine Lektion erteilen. Ich fasse es nicht, wirklich jeder dreht hier durch und stirbt und verliert irgendwas. Wir, weiß nicht, es geht alles so den Bach runter gerade einfach nur. Also hier, ich muss aufpassen. Hm. Wo ist es? Okay, ich hab's geschafft, ohne es nicht erwischt. Ich habe leider gerade keine Pistole dabei, sonst will ich es erschießen. Na okay. Holen wir mal Rackham. Ich sagte, komm mir nicht nach! Du hast den Verstand verloren! Ist ein fairer Tausch, dafür habe ich diese Flinten und Granaten. Hör zu, Wayne. Damit könnten wir jagen gehen. Haha, das werde ich auch. Wenn er meint, dann töten wir ihn halt auch. Ich schieß dir was weg! What the fuck, der kommt noch leben. Keinen kommt vor mir! Wenn... Ich spreng dich in die Hölle! Fetzen sind alles, was von dir bleiben wird, Conway! Okay, ich bleib kurz hier stehen. Kann uns nichts tun. Noch nicht tot? So, hier. Moment, gleich ist unser Leben wieder voll. So. Auf geht's. What the fuck, wo ist er hin? Was soll das für eine... Langsam drehe ich echt, ich möchte. Du und deine Ammenmärchen haben uns das eingebrockt, Conway. Verdammt soll ich sein, falls ich jemals wieder auf dich reinfalle. Mach weiter so und ich muss dich töten, Wayne. Versuch's nur, sei mein Gast. Mit Vergnügen, wenn du oben drauf stehst. Oh oh, hoch da. So. Also anscheinend muss man die verfolgen und töten. Wo hat der die Granaten und Kanonen her? Das hatte ich gerade nicht. Hallo? Sprichst du? So. Ich komme hier gar nicht rum. Ich muss hier lang anscheinend. Komm her. So, okay. Wie kommt der eigentlich an den Jaguar da vorbei? Der müsste die doch entweder umbringen oder so schnell genug sein, um wegzulaufen vor dem. Karte, die nehme ich immer ganz kurz. Versuch so viel wie möglich mitzunehmen, damit wir das nicht alles, später machen müssen. Ja, warte. So. Was endlich weiß, wir haben auch noch mal Granaten, aber das bringt uns wahrscheinlich nicht viel weiter, die Rauchgranaten. 900, ach du meine Güte. Wir kommen hier nicht als arme Leute zurück. Wenn wir hier zurückkommen. Ich sehe den dritten Aussichtspunkt. Also ich sehe ihn nicht, aber da ist er auf jeden Fall. Geht das schon wieder? Nur einer von uns zwei wird die Insel lebend verlassen, Waliser!
Denn ich segle nicht in einer Welt, die mit deiner Visage gestraft ist! Was für ein Spinner. Ich greife dich auf! Okay, wir müssen weiter. Weg. Hier geht's nicht hoch, okay. Keinen kommt von mir! Du kannst dich nicht verstecken! Wo ist der? Von dir bleiben wird, also hier kann er uns theoretisch nicht töten mit seinem Gewehr. Wenn ich versetzt haben. Ich spreng dich in die Hölle! Okay, wir können hier anscheinend hoch. Gut, dann können wir wenigstens regenerieren. Oder sind regeneriert? Doch nicht tot? Hier! Den hole ich mir aber sowas von. Sorry, aber ich glaube, der Typ ist nicht mehr zu retten von da aus. Fetzen sind alles, was von dir bleiben wird, anyway! Nicht hoch! Ich schieß dir was weg! Na also... Ich spreng dich in die Hölle! Ich hoffe, wir hätten nicht abgeschossen, während ich hier drauf sitze. Treib dich raus! Oh nein! Tschüss! Gott verdammter dreckiger Hund, Wayne! Ja. Ja, du Waschlappen! Du hast es nicht mal zu Ende gebracht! Verflucht noch eins! Ist das mein Lohn dafür, dass ich an die Menschen glaube? Dass ich selbst einer dreckigen Ratte wie dir ein Mindestmaß an Verstand zutraue ab und zu? Vielleicht hatte Hornigold recht. Vielleicht braucht die Welt wirklich Männer mit Ehrgeiz, damit Kerle wie du nicht immer alles vermasseln. Oder vielleicht... Vielleicht hast du nicht die Eier, ohne Reue zu leben. Hat mir keinen Platz in der Hölle frei, Scheißkerl. Ich komme nicht so bald. Mission beendet. Erinnerung 3. Gestrandet. Tiere häuten. Luftattentat auf Wayne verüben. Habe ich nicht geschafft. Wollte ich machen, habe ich nicht geschafft. Schade eigentlich. Erinnerungsfeedback 5. Und wir haben wieder jemanden verloren. Wir haben wieder jemanden verloren. Diese hässlichen Screens innen drin und zerstören die ganze Atmosphäre einfach mal nur. Das werden sie wohl nie in den Griff kriegen. Great Iguana, Mai 1719. Ganz allein einen Fischkutter gestohlen. Bemerkenswert, Captain. Dem Schwachkopf meine Brick wieder abzunehmen auch. Wieder einmal danke ich euch. Der Blindgänger hat nicht mal 2 Monate gebraucht, bis er zurückgekrochen kam nach Nassau. Hat gleich das Pardon angenommen. Ich musste, Leute. Dieser Rogers hat es auf mich abgesehen. Halt dein Maul, Rackham. Also, was nun? Jagst du noch deinen flüchtigen Reichtum? Ei. Bald habe ich ihn. Der Heimathafen des Weisen ist Kingston und sein Schiff ist die Princess. Du musst deinen Ehrgeiz besser nutzen, Kenway. Such den Weisen mit uns.
Ich ertrage dich und deine Mystiker nicht, Mary. Ich will das schöne Leben kosten. Das leichte Leben. Ein ehrlicher Mann hat kein leichtes Leben, Edward. Und sich danach zu sehnen, das schmerzt am allermeisten. Also gut, Rackham. Zurück aufs Altenteil. Ach ja, unser lieber Freund, der Geldfanatiker. Wir gehen mal ganz kurz hier zu unserem... Was darf's denn heute sein? Ja, hallo, ich würde gerne verkaufen. Und zwar meine Fracht verkaufen. Ich kann sogar Schiff reparieren, habe ich gerade gesehen. 300 ist sowieso die Welt. Okay, ja, nehme ich. Das ist, glaube ich, das, was wir aus der Truhe hatten noch. Okay, rum haben wir mehr. Stoff, Metall. Wir haben wieder viel, wir haben viel Metall. Kaufen, Injector Upgrades. Jagdkanonen könnten wir machen. Breitseitenkanonen. Fehlen uns noch ein bisschen Geld. Und der Rumpfausbau fehlt uns das Holz jetzt mittlerweile. Elite-Rumpf. Dieser Rumpf verleiht der Jackdaw mehr Widerstandskraft gegen vernichteten Schäden. Breitseitenkanonen. Mörser kostet mich... Der würde ich wohl auf dem Mörser noch sparen wollen. Anstatt jetzt auch was Geschäfte Freude. Ja, ja, weil wir auch... ach doch, ich habe ja was gegeben. Stimmt, da war ja was. Hier noch irgendwas bauen auf der Insel. Was Billiges bitte. Ein guter Kapitän sorgt für seine Männer, ja? Die Matrosen sind, wie sagt man, enttäuscht, dass es hier keine Frauen gibt. Ich weiß, wo wir welche finden. Aber wir müssen ihnen ein Zuhause bauen. Du weißt, wo man Frauen findet. Das liegt, als wenn du Wild jagen würdest. Und nein, ich baue kein Bordell. Wenn du eine Frau willst, geh in die Stadt, treff dich mit einer, date sie, führ sie nett aus und dann hast du hoffentlich eine. Dazu musst du keine Frau, halt Dinge mit Frauen machen, die... lustig. Okay. Wir gehen zurück aufs Schiff. Da ist auch unser... Nächste Mission gleich. Ach, so. Keine Vorkommnisse bei der Nachmittagswache. Das ist schön. So. Und weiter geht's. In See stechen. Ja, wir wollen in See stechen. Flups. Und dann geht's weiter zur nächsten Mission. Wir handeln ja gerade eifrig die Story ab. Macht aber auch gerade mega Spaß, muss ich sagen. So, wo müssen wir denn hin? Oh, nicht schon wieder so ewig weit weg. Mit Jordan eine Schnellreise, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Yay! Du, 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 da, 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 da. Wo sind wir denn hier? Wir sind in Kingston. Okay. Hier müssen wir noch einiges erfüllen, sehe ich gerade. Und da gehe ich gleich mal hier lang und da sehe ich ein Animus-Fragment da oben. Das hole ich mir gleich mal. Wenn ich jetzt einmal hier bin, dann werde ich alles mitnehmen, was zu finden ist. Hier ist natürlich gerade so zwei Holzdinger. Also ich gehe gleich wieder auf. Das ist am intelligentesten. Oder auch nicht. Würdest du bitte so freundlich sein und die Leiter nehmen? Kennen wir. Ja, genau, danke. Du bist mein Schatz. So. Wie zum Teufel soll ich da rankommen? Müsste ich ja theoretisch von hier direkt darüber springen. Ah, das war okay. Genau das muss ich auch tun.
He's convinced Queen Nanny's cast a powerful spell. Dann geht's weiter. Mal schauen, was es hier noch so zu holen gibt. Natürlich kann ich mich aber wie ein normaler Mensch benehmen, weil hier sind wir eh nicht gesucht oder so. Obwohl wir ein Pirat sind, dass hier eine britische Stadt ist, sind wir nicht gesucht. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Was mich noch mehr wundert, ist, dass hier noch Aussichtspunkte existieren. Komme ich hier nicht hoch? Tut mir leid nicht. Dann gehe ich halt hier hoch. Sieht auch ganz okay aus. Gehen wir halt an den Kreuz hier hoch. Ja genau, das ist die richtige Stelle. Das ist hier wohl noch runter. Moment, wo ist das? Da. Achso, ich war also geplant, mich fallen zu lassen. Okay. Dann selbe ganze Radatsch nochmal. Jetzt haben wir gleich wieder angegriffen. Schnell, schnell, schnell. Diesmal zurück zu uns. Nee, doch nicht. Okay. Sehr schön. Und es geht noch weiter hoch, sehe ich gerade. Moment. Also ich dachte, das ist vielleicht zum Hochkommen. Dann gehe ich halt hier hoch, ist mir egal. Da sind Bretter extra zum Hochlaufen so. Aber anscheinend nicht. So, hoch. Ich frag mich, wieso immer diese Falkendinger hier sind. Ich meine, mit so etwas müssen sie doch genutzt worden sein. Lalalala. Ja, meine Freunde, das war die heutige Folge, die heutige Aufnahme. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Kingston durchstöbern und das nächste Quest machen. Adios, amigo.